Wir stellen vor Hisbollah. Obwohl sie im Libanon beheimatet ist, gibt es zurzeit tausende Hisbollah-Kämpfer, die im syrischen Bürgerkrieg Seite an Seite mit dem Assad-Regime kämpfen und am Gemetzel der zivilen syrischen Bevölkerung teilnehmen. Der Krieg hat um die 500.000 unschuldige zivile Opfer gefordert und eine gewaltige Flüchtlingskrise in Europa verursacht. Hisbollah-Vorgehensweise hat einen direkten Zusammenhang zu Europa. Zurzeit sind Tausende von Männern in Kriminalität und globalem Terror verwickelt. Insbesondere Drogenschmuggel nach Europa, Geldwäsche und Waffenhandel, die alle zur Finanzierung der Organisation beitragen. All dies geschieht, während Europa den Kopf in den Sand steckt und Hisbollah nicht als Terrororganisation verurteilt. Hezbollah is one of the most sophisticated and complex transnational organized crime groups in the world. Hezbollah is lots of different things. A political party in Lebanon, social welfare movement in Lebanon, an international terrorist organization, militia, larger and more powerful than the Lebanese armed forces. And it also has become, over time, an international criminal enterprise. Zur Finanzierung ihrer Aktivitäten benötigt Hezbollah Geld, viel Geld. Hezbollah erhält ihre Gelder aus drei Hauptquellen. Staatliche Unterstützung aus dem Iran, Spenden von der schiitischen Gemeinden und kriminelle Aktivitäten, die mitten in Europa durchgeführt werden. Dieser Film beruht auf tiefgreifender Forschung und offiziellen Berichten und zeigt einige der hauptsächlichen kriminellen und terroristischen Aktivitäten der Hisbollah auf europäischem Boden. Hello, Ambassador. Nice Hello. To meet you. Wonderful to see you. Terrorists obviously are turning to crime and criminal networks for their funding. The terror groups now recognize the importance of the criminal activity. There's billions of dollars. I mean, look at drug trafficking alone. I mean, the UN estimates about $400 billion being generated from drug business around the world. So the terrorists are smart. They're tapping into these funding streams. In the United States, the DEA saw so much overlap between its counter-narcotics and terrorism cases, and that led to something in the United States called Project Cassandra. What we did was we consolidated all the DEA investigations around the globe, looking at the money laundering activities and the drug traffic activities of Hezbollah. So these Hezbollah operatives are actually overseeing all the illicit finance and the drug trafficking activities, not just in Europe, but in South America, the tri-border region, moving about $200 million a month. So the main route that we identified was from South America, whether it's Venezuela, Colombia, Peru, right into West Africa. And then the drugs would be transported up through Northern Africa into Europe. And we also had like mass amounts of cocaine leaving the tri-border region of South America with simple courier operations, you know, a couple of kilos, 10 kilos in a suitcase, just with mass amount of people just landing in airports all over Europe. And we also had containers going into Belgium, into Germany, other ports throughout Europe. If you look at the port in Belgium, 41 metric tons of cocaine being seized. Just in Germany, as an example, last year, 7 metric tons of cocaine seized in Hamburg. We usually seize 5 or 10% of what actually is getting in. So think about it, how much was actually getting into Germany? Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte Hafen Europas. Hamburg haben wir einen Umschlag von ca. 9 Millionen Containern im Jahr. Das sind 24.000 Containereinheiten pro Tag. Wir kontrollieren tatsächlich nur wenige Prozent davon, weil wir eben davor diese Risikoanalyse gesetzt haben. Berlin überschwemmt Europa zurzeit. Es gibt ein Überangebot in Südamerika. Wir stellen viel mehr sicher, aber es wird auch viel mehr geschmuggelt. Die Bedrohung ist natürlich für ganz Europa. Auch Hamburg ist ein Einlasshafen für ganz Europa, nicht nur Antwerpen und Rotterdam. Und die Bedrohung durch diese Zufuhr von Kokain ist sehr groß. Hisbollah ist nicht die einzige kriminelle Organisation, die Drogen nach Europa schmuggelt. Doch sie hat Wege entwickelt, mit dem auf den Markt geschmuggelten Kokain gewaltige Profite zu erwirtschaften und diese zugunsten ihrer terroristischen Aktivitäten einzusetzen. Aber Drogenschmuggel ist nicht nur profitabel,
Er wirkt sich auch direkt auf die Sicherheit in den Straßen deutscher Städte aus. Ein Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zeigt eine zunehmende Anzahl an Überdosistoten, während die Vollstreckung und Anzahl der Verurteilungen 40% weniger als im letzten Jahr waren. Hezbollah beschränkt sich nicht auf Drogenterrorismus. Sie betreibt auch eine weltweite Basis, die mit den weiten schiitischen Gemeinden in Lebanon und in Europa kooperiert. Einschließlich Waffen- und Warenschmuggel, erfundene Wohlfahrtsorganisationen und Fälschung von Reisepässen. Im Jahr 2014 veranstaltet die Polizei Razzien an 19 Standorten in 6 Bundesländern. Diese Standorte wurden vom sogenannten Waisenkinderprojekt Lebanon betrieben. Dabei beschlagnahmte die 14 Kästen mit Beweismitteln, einschließlich Hezbollah-Material, viele Kilogramm Goldmünzen und 2 Banknoten mit insgesamt 65.000 Euro. Die in Essen ansässige Organisation hat zwischen 2007 und 2013 3,3 Millionen Euro für die libanesische Shahid-Stiftung, einem integralen Teil der Hezbollah, gesammelt. Laut Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz leben unter uns 950 Hezbollah-Aktivisten mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ein großer Teil dieser Personen nimmt in der Organisation Schlüsselpositionen ein. Sie erhalten ihre Befehle direkt aus dem Libanon und unterstehen den Anweisungen des Generalsekretärs der Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, der politische Kopf der Hezbollah, ist im Grunde Terrorist. Hier begrüßt er Salah Gandour, der zum Märtyrer erklärt wurde, nachdem er unmittelbar nach dem Gespräch mit Nasrallah einen Selbstmordanschlag verübte. Im Jahr 2018 zeigte der jährliche Europol-Bericht Verbindungen zwischen Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus auf. Europol und die lokale Polizei versuchen, den gewaltigen Strom an Kokain, der nach Europa geschmuggelt wird, zu stoppen. Die Anstrengungen erreichten ihren Höhepunkt in der Operation CEDAR. The US Drug Enforcement Administration reached out to Europol, including France, Germany and Belgium among others, for a massive international operation called Operation CEDAR, which led to the arrest of about a dozen individuals, but a few of them were not just Hezbollah members, they were significantly important Hezbollah operatives involved in money laundering, narcotics trafficking, and conspiracy charges. Einer der bei der Aktion Inhaftierten ist Hassan Tarabulsi, ein deutscher Staatsbürger aus Düsseldorf, der ein weltweit angelegtes System zur Geldwäsche von Drogengeldern im Werte von zig Millionen Euro leitete. Tarabulsi steht für die enge Beziehung zwischen den Verbrechen, denen Europa ausgesetzt ist, und den Führern der Hezbollah. They'll take the proceeds from the drug trafficking, they'll go out, they'll buy used cars, they'll buy luxury watches and jewelry, ship that stuff back into Lebanon to sell. Once it's sold, they can pay the drug traffickers back in South America. So it was a trade-based money laundering scheme generating millions and millions of dollars to help support these radical terrorists like Hezbollah. Tarabulsi kooperiert mit seinem Verwandten Mohammed Nouradin, einem libanesischen Geschäftsmann. Nouradin erhält seine Anweisungen von Abdallah Safiyadin, dem Gesandten der Hezbollah in Teheran. Im Rahmen seiner diplomatischen Tätigkeit ist er auch für die Koordination der globalen terroristischen Aktivität gegenüber General Qassem Soleimani verantwortlich, dem Leiter der Al-Quds-Truppe, der iranischen Revolutionsgarden, den die Europäische Union im Jahr 2011 zum Terroristen erklärte. Abdallah Safiyadin ist scheinbar ein Mann des politischen Arms der Hezbollah und erscheint daher nicht in der Terroristenliste Deutschlands und der Europäischen Union. Tatsächlich diente er als Leiter der Hezbollah-Einheit, die sich für die Geldwäsche von Drogengeldern und für den Erwerb von Waffen für den militärischen Arm verantwortlich zeichnet. Kraft seiner leitenden Position berichtet er direkt an seinen Onkel, kein geringerer als der Generalsekretär der Organisation, Hassan Nasrallah. Abdallah Safiyadin ist der Beweis dafür, dass die Trennung zwischen den beiden Armen künstlich ist und die Mitglieder der Hezbollah diese Lücke in der Realität für terroristische Aktivitäten nutzen. Abdallah Safiyadin, we now know that he is knee deep in Hezbollah narcotics, money laundering and other criminal enterprises. Es bestehen klare Verbindungen zwischen einer Terrororganisation im Libanon und Verbrechen in Deutschland.
Im Jahr 2013 wurde Hezbollah in Europa teilweise zur Terrororganisation erklärt. Doch welche Überraschung? Plötzlich hatte die Organisation zwei Arme, einen militärischen Arm, eine designierte terroristische Organisation, und einen politischen Arm, der angeblich nicht Teil derselben Körper ist, völlig frei zu tun, was immer er möchte. The fact of the matter is that Hezbollah is able to leverage this false distinction, which Hezbollah itself is very open about, does not exist. A government without Hezbollah won't be formed. Now, as a joke, I propose that our ministers in the upcoming Lebanese government be from the military wing of Hezbollah. That's why the United States government, and now most recently the Gulf states, have designated Nasrallah himself as a terrorist. If Germany were to designate Hezbollah as a terrorist organization under German law, that would mean that each and every of these 950 people would be prosecuted and could get years in jail. That's a step which is not being taken. Germany is seeing Hezbollah as a threat to the European Union, as a threat to Germany, and it is keeping a close watch on them. But the German government chooses not to be as strict in prosecuting Hezbollah's terrorist activity as it could be. Hezbollah is on an EU terror list, but it's not on a German terror list. That's a step which they're not ready to take yet, and that's for political reasons. In the United States, we argue that if you are also engaged in terrorism, you are muddying the waters, you are tainting all of your activities. You can't kill people and get away with it because you're also doing other things. You want to do those other things? Do those other things. Imagine capturing a bank robber, and the bank robber saying, well, yes, I robbed the bank, but I also give charity, and I'm also a member of the city council. We'd put the member of the city council in jail because he robbed a bank. Well, Hezbollah does much more than robbing banks. And we are fooling ourselves if we think that we can make distinctions that Hezbollah itself doesn't make. A partial designation of Hezbollah is illogical, and more importantly, it's ineffective. The organization generating the proceeds from crime to help support the overall terrorist agenda of the organization. So to me, you can't separate out the political side and the military side. Die Aussage ist eindeutig. Der politische Flügel der Hezbollah muss zur Terrororganisation erklärt werden. Dies wird die Bürger Europas, besonders Deutschland, schützen und gleichzeitig Hezbollahs Kriegsmaschine im Nahen Osten beeinträchtigen. And so the leadership has to start leading and start getting up to the times of 2018, not 1970. Infolge einer solchen Erklärung werden den Strafverfolgungsbehörden die Mittel in die Hand geben, die sie brauchen, um Hezbollah-Mitglieder strafrechtlich zu verfolgen. Zu diesen Mitteln zählen das Sperren von Banknoten, die Beschlagnahme von Vermögen, Sanktionen gegen Unternehmen, die Hezbollah zur Geldwäsche nützt, sowie Sanktionen gegen Mitglieder der Organisation, die sich frei auf Europas Straßen bewegen können, weil sie lediglich als Teil der politischen Flügel der Hezbollah gelten. Multi-country task forces set up, follow the money, shut down the funding streams. If you're not going to do that, you might as well build a bunker and hide out in a bunker, because it's coming. Deutschland und die Europäische Union verfügen über die Macht, sie zu bekämpfen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Eine konsequente europäische Politik gegenüber der Hezbollah wird den Zustrom von Drogen nach Europa wesentlich einschränken und Hezbollah von den Quellen abschneiden, die ermöglichen, auf Kosten europäischer Bürger, die nicht einmal wissen, dass sie im Hinterhof einen mörderischen Mieter haben, immer stärker zu werden.